Ausschusses, die mit 18,3 Millionen budgetiert sind, ein wichtiger erster Schritt in Richtung Beratung und Vorsorge. Und vor dem Eintreten der Pflegebedürftigkeit, da müssen wir bereits ansetzen. Das ist sozial. Prävention heißt, Pflegebedürftigkeit gar nicht entstehen zu lassen, beziehungsweise sie zu verzögern, die Mobilität zu fördern. Und der Wunsch der Menschen ist es, möglichst lange zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu leben, in ihrem sozialen Gefüge. Und das hat die Politik umzusetzen. Das ist der Wunsch der Menschen. Und